Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine kleine Runde Dead by Daylight. Das Spiel ist im Moment kostenlos bei Steam. Also für 2 Tage oder so. Und da dachte ich mir, nutze ich das doch mal aus, spiele ein paar Runden. Und wieso dann nicht auch ein Video aufnehmen? So, wir werden auf jeden Fall als Killer spielen. Am meisten spielen wir mit den Hillbilly. Ansonsten, der Trapper ist irgendwie langweilig, der kann nicht wirklich was. Der kann aber Fallen legen, das war es aber auch schon. Der Wraith ist, glaube ich, einfach scheiße. Der Hillbilly ist ganz geil mit der Kettensäge und die Nurse ist auch ganz geil. Aber ich mag es einfach, oder ich liebe es, diese scheiß Survivor mit einem Schlag down zu kriegen. Und los geht es. So, wir spielen, wie bereits gesagt, den Hillbilly mit der schönen Kettensäge. Und die Frage ist jetzt, wo sind die Survivor gespawnt? Wahrscheinlich... Okay, da sind sie. Hier lief auch schon einer rum. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt Glück und Blödheit von ihm. Ich habe gedacht, es wäre ein Generator gewesen, der da so geschlagen oder der explodiert worden ist. Hat mich schon gewundert, wieso er so schnell ging, aber anscheinend war es einfach nur irgendein Typ, der Hals über Kopf in den Schrank gesprungen ist. Alles klar, da haben wir den ersten. So, hier war vorher noch irgendwo ein anderer. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber wir wollen ja nicht campen. Gott, ist der Sound gerade leise. Wäre auch zu schön gewesen. So, ich frage mich nur, ob die ihren Freund da hinten mal bald retten werden. Weil ansonsten gehen wir da jetzt nochmal gucken. So langsam könnte es nämlich durchaus sein. Zack, so direkt die nächste. So, komm her mit dir. Da vorne ist das nicht der Haken, wo der Typ, nee, der hängt hier vorne, okay. Dann, na komm, komm, komm. Den will anscheinend auch irgendwie keiner retten, wieso? Ein super Survivor, ich camp schon extra nicht. Und die holen die Leute hier nicht mehr ab. So, das kleine bisschen passen wir jetzt noch auf, nicht, dass der jetzt noch runtergeholt wird. So, komm, verreck. Dankeschön. Gut, und dann nichts wie darüber. So, haben wir schon einen Survivor weg. Der andere ist auch schon bald tot, weil er wieder versucht hat zu entkommen. Aber die scheinen sich auch nicht wirklich zu helfen. Da haben wir schon wieder den nächsten. Junge, bin ich blöd, komm. Eigentlich müsste ich ihn mit der Kettensäge holen für die 11.000 extra Punkte, ich will es nicht riskieren. Junge, kommst du jetzt hier hin? So. Oh, der eine ist sogar wieder weggekommen. Alles klar, dann retten sie sich hier doch. Und hier auf dem Hügel haben wir direkt einen schönen Haken. So, viel Spaß, mein Freund. Sound ist gerade irgendwie mega leise von der Kettensäge. Da war sie doch, ich hab's doch gesehen. Komm, ich will mir die Kettensäge wegholen. Ich brauche die 11.000 Punkte. So, wäre es beinahe noch vorbeigelaufen. Der andere. Wie zur Hölle sterben die Leute so schnell? So, haben wir den zweiten tot. Die sollte jetzt auch direkt tot sein.
Und die haben noch nicht einen einzigen Generator gemacht. Gott, ich habe auch ein Glück, die Runde. Ich war schon am überlegen, ob ich mehr Runden spielen müsste, weil... Wie gesagt, ich spiele jetzt seit, keine Ahnung, einer Stunde oder so insgesamt. Wobei ich gar nicht mal so scheiße spiele. Bis jetzt waren alle Spiele eigentlich immer mindestens drei Leute tot. Von daher, ich weiß auch nicht, vielleicht ist der Hillbilly einfach im Moment ein bisschen was overpowered. Kann auch sein. Aber vor allem treffe ich erstaunlich oft mit der Kettensäge. Wobei die Survivor auch teilweise total bescheuert sind. Tut mir leid, muss man einfach sagen. Teilweise, du stehst hinter denen, die gucken den Wand an und du lädst in Ruhe die Kettensäge hinter denen in ihrem Rücken auf und dann einfach zack, direkt One-Hit weg. So, waren wir den letzten. Da war er doch, ich hab ihn gesehen. Hier ist er gerade eben. Da ist er doch. So, oder sie. Komm her, Mac. Komm, ich will die Kettensäge. Ich will sie wegsägen, verdammt. Ich will die 11.000 Punkte haben. Ich glaube, viel fehlt wirklich nicht mehr. Verdammt, jetzt haben wir es verloren. Jetzt haben wir sie verloren, aber egal. Wir haben Zeit, ich muss noch fünf Generatoren oder mindestens drei Generatoren machen. Um die Chance zu haben, abzuhauen. Von daher können wir ruhig probieren, die mit der Kettensäge wegzumachen. Die Frage ist nur, wo sie jetzt hin ist. Habe ich sie gerade da vorne gesehen? Gott, ich sehe mal Leute, wo keiner ist. Schade. So, komm. Irgendwann muss ich nochmal einen Fehler machen. Früher oder später muss ich einen Fehler machen. Da ist sie doch schon. Gott, verdammt, ich will sie wegholen mit der Säge. Ach Gott, ich höre immer viel zu früh auf. So, haben wir sie schon mal einmal angehittet. Na, geht doch. So. Vielleicht haben wir jetzt nur noch die 11.000 Punkte mit abkassiert. Ich weiß nicht. Werden wir gleich sehen. Nachdem wir die hier aufgehangen haben. War sogar jetzt eine recht schnelle Runde, muss man sagen. Aber dass den ersten keiner gerettet hat, wundert mich immer noch. Gut, die eine war wahrscheinlich auf dem Weg. Aber hat sich dennoch sehr viel Zeit gelassen. Aber sehr schön. Merciless Victory. Wie sollte das sein? Bestimmt wieder 10.000 Punkte. Schauen wir uns mal das Endergebnis an. Okay, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, die Level 18 schon mit dem Killer jetzt. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall diese 11.000 Punkte von der Daily Challenge bekommen. Sehr geil. Was? Okay. Ja, wir haben 14.000 bekommen. Ich hatte vorher definitiv keine 10.000. Bei 14 plus 11.000 und egal. Wir werden es mal nachgucken. Wir schauen mal ganz kurz.
Aber hier unten liegt doch ganz gut für den Anfang. So, wir gehen mal ganz kurz hier gucken. Nein, wir haben die 11.000 nicht bekommen. Okay, zwei Leute fehlen noch. Schade. Dann muss ich wohl gleich noch ein paar Runden spielen. Aber wir leveln erst einmal auf. Holen uns mal die Mystery Box. Light Chases. Keine Ahnung, was es ist. Oder Cases. Und Monstrous Shrine. So, mal gucken, was das ist. Das war ein Perk, richtig? So. Das war irgendwas, wenn man die Leute im Keller aufhängt. Aber jetzt habe ich eh noch keinen im Keller aufgehangen. Von daher bleibe ich, glaube ich, bei meinem aktuellen Perk. So. Level 7. Und haben wir hier mal... Was ist das denn? Distressing. Your horrifying emanation... Okay, strikes me. Okay, mehr Blutpunkte. Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei meinem jetzigen. Ich gehe erstmal hier runter zu der Mystery Box. Ich will unbedingt das Perk haben, womit man die Leute direkt töten kann. Hier, das ist mein aktuelles Perk. Was war das nochmal? Stunkling Cost of Fire Objects increased. Genau, wir holen uns schneller, wenn wir irgendwo gegenlaufen mit der Kettensäge. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Video. Dead by Daylight, ich habe mir das Spiel nicht gekauft, also wird es wahrscheinlich das einzige Video fürs erste sein. Ich weiß, kann sein, dass ich mir irgendwann mal hole, wenn ich ein bisschen was Geld über habe. Weil es macht doch schon extrem Laune. Die Frage ist halt nur, ob es auch wirklich über längeren Zeitraum Laune macht. Von daher werden wir sehen. Aber wie gesagt, das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.